Dem Honigdachs ist alles wurscht und das muss auch so sein, denn er braucht 1,5 Kilogramm Nahrung am Tag, um zu überleben. Er frisst Honig, klar. Aber auch Früchte, Insekten, kleine Säugetiere, Vögel, deren Eier und Reptilien. Sein Magen ist sehr robust. Nun lässt sich ja auch nicht alles freiwillig fressen, aber selbst das ist dem Honigdachs völlig wurscht. Kommt es zum Kampf, dann hat er Krallen, die einerseits sehr stark sind und andererseits immer wieder nachwachsen. Er hat mächtig starke Zähne und Kiefer. Es heißt, der kann sogar einen Schildkrötenpanzer durchbeißen. Und seine Haut ist dick und zäh. Stiche und Bisse von selbst giftigen Tieren machen dem Honigdachs nichts aus. Und wenn doch mal ein Löwe den Fehler macht, unseren agilen Freund anzugreifen, dann kann der Honigdachs aber auch ganz anders. Lass ihn mal klein sein, aber er ist mutig und sehr aggressiv. Er wird den Löwen am Ende nicht fressen können, aber immerhin überrumpeln, sodass er abhauen kann. Also der Honigdachs.